Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story, dem großen Planierprojekt, was jetzt bald 55 Stunden geht. Oh, und die laufen schon wieder da rum. Okay, ja, Plan war, die obersten beiden Schichten mal abtragen. Und dann können sie mal ein bisschen rackern. Ein Stück weit, ohne was abzubauen. Weil Steine haben wir ja gerade genug. Wir müssen nur hier gucken, wie wir hier gescheit füllen können. In der Hoffnung zum Beispiel, dass sich mal jemand erbarmt, dieses Löchle da zu füllen. Und natürlich, hier haut wieder einer von unten Steine raus. Chimpo, komm mal die einsammeln. So. Ich frage mich halt immer noch, was ist da? Was es damit auf sich hat, dass sie dann irgendwann mal random anfangen, hier weiter unten wegzugraben. Vor allem, sie graben ja nicht mal ganz unten, sie graben auch teilweise weiter oben. Ja, sehr seltsam. Oh, jemand hat die Ecke gefüllt. Gut, dann lassen wir sie mal hier weiterfüllen. Gucken weiter nach dem Steinbruch. Chippo weiß nicht, wo er hin will. Bei denen klappt gerade alles, was gut ist. Und ja, es ist gerade wieder sehr aufregend. Ich weiß. Auf jeden Fall dran denken,
die platte Ebene dann zu speichern, wenn wir soweit sind. Wenigstens haben wir das hier einigermaßen sauber hinbekommen. Zwar nicht unbedingt mittig, aber geht auch schlechter als der Berg hier im Weg. Und brauchen wir auch nicht ganz so unbedingt. Ist lustig, der ist die Treppe hier hochgekommen, aber nimmt dann doch lieber hier hinten die Tunnel. Bevor das die Idee mit dem Tunnel so gut funktioniert. Und wieder Steine. So. Macht ruhig weiter. Ich kann auch gerade nicht viel erzählen, eigentlich, weil es passiert ja nichts Spannendes. Und ganz ehrlich, das Ganze offscreen zu machen, wäre mir auch ein bisschen zu trocken.
wenn ich euch nicht zum Zuschauen dabei hätte. Dass ich mich wenigstens mit euch unterhalten kann, auch wenn ihr gar nicht da seid. Ihr seht das ja immer etwas später und könnt erst dann drauf reagieren. Wenn ihr überhaupt mal drauf reagiert. Außer ein paar Daumen kriege ich ja selten was bei den Kasse-Story-Videos. Aber es ist okay. Solange wirklich noch Leute zuschauen, die das Projekt interessiert, geht's weiter. Und wieder Steine. So. Das Einzige, was ich sagen kann, heute ist wieder warm hier. Also ich war ein bisschen froh, dass es die letzten Tage etwas bewölkter, windiger war und geregnet hat. Jedenfalls bei uns, bei den anderen war es ein bisschen zu übertrieben. Nur nichts graben. Also vergreibst du, Supi. Gut. Und wieder Steine. Da guckt man mal ganz kurz einen Moment nicht hin. Oh. Ach nee, halt, ich muss sagen, ich will hier runterspringen. Lob, runter mit dir. Und schnapp dir den. Und jetzt kannst du gehen. Thank you.
Und es wird wieder dunkel. Oder ist schon dunkel, besser gesagt. Aber es wird dunkler. Ja, da haben sie schon ein paar Löcher reingemacht. Hier an der Seite bis jetzt nur die beiden. Genau, hau deinem Untermann den Block weg. Aber war manchmal das Abbauen so schnell geht mit einem Mal weghauen. Haben die Blöcke unterschiedliche HP? Also das braucht ja einer. Genau, für einen Erdblock zwei Schläge. Ja. Oder kommt das dem Leck wegen? Ja, wenn man auf den Vorführeffekt wartet. Ja, auch zwei Haupt, zweimal draufhauen. Wie sieht's eigentlich hier aus? Na, so eng wollte ich es dann doch nicht haben. Nur so weit, bitte. Okay, spring runter. Nein.
Bobin. So.